Es war genau vor 100 Jahren, da suchte ein mutiger Archäologe, mein Ururgroßvater Sir Rob Robertson, nach einem legendären Schatz. Er drang tief bis in das Innerste einer verschollenen Pyramide ein. Jahrtausendalte Hieroglyphen wiesen ihm den Weg. Bis er es schließlich fand, das Grabmal des größten Pharaos aller Zeiten, Kauf Land. Mein Ururgroßvater Sir Rob Robertson nahm all seinen Mut zusammen und öffnete den steinernen Sarkophag. Darin fand er das Geheimnis, das der Pharao mit ins Grab genommen hatte. Ein Snack, so lecker, dass er Sir Rob Robertson auch nach 3000 Jahren noch zum Ausflippen brachte. Und in der Schatulle lag das Rezept. Doch plötzlich griff die Klaue des Pharaos nach meinem Ururgroßvater Sir Rob Robertson. Es entbrannte ein unerbittlicher Kampf zwischen Mensch und Mumie. Da fiel es aus der Schatulle in den Staub. Geistesgegenwärtig schnappte es sich Sir Rob Robertson und flüchtete. Der hasserfüllte Schrei des Pharaos brachte das uralte Gemäuer zum Einstürzen. Sir Rob Robertson rannte um sein Leben. Um ihn herum schlugen die Trümmer ein. Doch in letzter Sekunde rettete er sich aus der Pyramide, das Rezept fest in der Hand. Um es für die Nachwelt zu sichern, verschickte er es sofort, wie damals üblich, per Brieftaube. Aber naja, die Brieftaube war ehrlich gesagt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Verflog sich nochmal und nochmal und nochmal und kam jetzt erst an. So war das. Und dann? Was ist dann passiert? Das zeige ich dir jetzt. Aus dem Rezept habe ich das hier gemacht. Wow. Genial. Rob's Crunchy Puffs. Exklusiv und limitiert. Jetzt bei Kaufland. Alter, die Geschichte war echt krass.